Karl-Heinz Brunner, SPD-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen! In diesen Tagen sprechen wir in Deutschland fast ausschließlich über die Frauen und Männer, die zu uns kommen, nach Deutschland als Flüchtlinge. Wir sagen ganz selbstverständlich und weil es richtig so ist, dass Menschen, die aus Ländern, in denen sie unterdrückt, missachtet, verfolgt, diskriminiert werden, in Deutschland einen Anspruch auf Schutz haben. Und wir sagen gleichzeitig, und dies mit voller Überzeugung, dass diese Menschen in Deutschland unser Wertegerüst, unser Grundgesetz, unsere Grundsätze und unsere Gesellschaftsordnung zu berücksichtigen und zu achten haben. Und danke sehr. Und zu dieser Grundordnung in Deutschland, zu unserem Wertegerüst gehört keine Diskriminierung. Dazu gehört, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Es kann nicht sein, einer Frau keine Hand zu geben. Und zu diesem Grundgerüst gehört, dass in diesem Land nicht nur durch die Entscheidung des Deutschen Bundestags und die Entscheidung der entsprechenden Gerichte Männer mit Männern und Frauen mit Frauen zusammenleben dürfen, zusammenleben können und ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, halte ich es für fast überflüssig, in so einer Diskussion zu sagen, warum brauchen wir dann noch ein Gesetz, wenn wir von den Flüchtlingen in unserem Land verlangen, dass sie sich an unsere Rechtsordnung halten, dass wir nicht diskriminieren dürfen. Warum müssen wir in Deutschland dann noch ein Gesetz auf den Weg bringen, in denen wir Diskriminierungen in diesem Land aufheben? Ja, wir müssen es machen, weil in diesem Land immer noch nicht die Ehe zwischen Männern und Frauen im gleichen Geschlecht die gleiche Rechtsstellung haben, wie sie eigentlich haben sollten. Gestern, meine Kolleginnen und Kollegen, sagte Volker Kauder so einen schönen Satz nach Kurt Schumacher: Politik beginnt als erstes mit dem Erkennen der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit in diesem Land ist eine andere als die, die uns täglich hier vorgesehen wird. Die Wirklichkeit heißt, Männer leben mit Männern, Frauen leben mit Männern, Schwulen und Lesben haben in diesem Land die gleichen Rechte und haben sie auch in Anspruch zu nehmen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist zu Recht nunmehr der Gesetzentwurf zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartnerschaften als ein wichtiger, aber ich sage nicht letzter und endgültiger Schritt heute zur zweiten und dritten Beratung in diesem Hause. Er hat den langen Kampf, den langen Weg, so würde Martin Luther King es bezeichnen, von der Verschärfung der Vorschriften gegen Homosexuelle im Jahr 1935, den unsäglichen Bestätigungen durch deutsche Parlamente und das deutsche Verfassungsgericht im Jahre 1959, dann zu den Änderungen 1969, zum Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 und nunmehr zur Bereinigung des Rechts geführt. Ich sage ein guter Tag, aber noch nicht der letzte Tag. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich an dieser Stelle Sie alle in diesem Haus um Zustimmung zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartnerschaften und gleichzeitig an liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, geben Sie sich einen Ruck, anerkennen Sie die Wirklichkeit in diesem Lande, sodass wir bei den dann anstehenden Beratungen über die Gesetzentwürfe des Bundesrates, der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, der Linken und wie sie so alle da sind, zu einem vernünftigen Ergebnis für die Menschen dieses Landes kommen. In dem Sinne vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht der Kollege Harald Petzold, Fraktion Die Linke.